So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Road Not Taken. Wir führen dieses Mal das fort, was wir in der letzten Folge begonnen haben. Und zwar versuche ich immer noch verzweifelt, irgendwie hier weiterzukommen. Um wenigstens etwas zu schaffen. Was mir bisher auch ganz gut zu gelingen scheint, muss ich ehrlich sagen, mal. Ich bin guter Dinge, dass wir das dieses Mal auf jeden Fall schaffen. Also ich komme zumindest in den unteren Bildschirmbereich noch. So, ich kann ja zum Glück dank dieser Eule, über die ich sehr froh bin, den Geist hier immer wieder einsperren. Was heißt, ich versuche es jetzt da unten. Jetzt kann ich nämlich das eins rüber bewegen und eins nach vorne und dann kann ich endlich unten durch. So. Aha. Och nee. Ungeschickt jetzt, muss ich ehrlich sagen. Jetzt hätte ich da unten endlich so einen Schrein, wie ich ihn brauche. Das bringt mir jetzt aber nichts mehr, weil ich nichts mehr damit anstellen kann. Und ich kann wirklich nichts aus dem Inventar verwenden. So schon mal nicht. Nein. 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 Okay, ich geb's auf. Keine Ahnung. Lass mich da weg. Dann versuche ich es vielleicht doch nochmal oben rechts. Fehlt mir noch diese eine Statue. Vielleicht kann ich von da unten auch eine Statue mitbringen. Hat es da vielleicht eine rumstehen? Ich sehe gerade keine. Das heißt aber nichts. Kriege ich von hier eine? Nein, da sehe ich gerade auch keine Möglichkeit. Moment. Ich glaube, der Geist bewegt sich jetzt nicht mehr. Ah. Doch, tut er. Kann ich das Schild hier, das Schild, das etwas da bewegen? Okay. Ich glaube, ich gebe es jetzt tatsächlich auf. Ich komme hier nicht mehr weiter. Ich sehe keine Möglichkeit. Immerhin habe ich die Hälfte. Der Sohn meines Bruders wurde von dir gerettet. Schade um die anderen. Immerhin. Ich habe ein Level mal wieder halbwegs. Ja, halbwegs zufriedenstellend erledigt. Wirklich nur halbwegs. Zwei Geheimnisse in diesem Jahr gelüftet. Na gut. Dann spreche ich mal mit denen noch. Sie neigt ihren Kopf zum Gruß. Nein. Bis dann. Na, lass mich da. Hallo? Ich möchte mal gerade kurz anmerken, dass ich gerade nichts mehr mache. Ich habe den Controller auf den Tisch gelegt und habe meine Hände weggenommen vom Controller. Ich werde ihn mal gerade kurz ausschalten. Ah ja, schön. Ich habe den Controller ausgeschalten und sie bewegt sich immer noch. Hallo, danke. So, einmal kurz auf Tastatursteuerung wechseln. Den Controller wieder anschalten. Okay, und es geht wieder. Was auch immer das jetzt war. Kaust du die Beeren? Ich schon. Den ganzen Tag lang. Ja, ja, wie schön für dich. Kinder denken, sie sind unsterblich, hm? Sie stecken eine kleine Nadel in deine Milz. Moment, sie steckt eine kleine Nadel in deine Milz. In 8 Jahren wirst du die Wahrheit dieser Fantasie erfahren. Warum spielen die nicht? Aufwachen! Nein, halt, ich wollte immer noch keine Credits sehen. Ah ja. Da läuft irgendwas schief mit der Musik. Oh, du glaubst, ich sei jung? Er beugt sich zu dir und flüstert. Es sind die Bären. Okay, dann teile ich mal mit dir meinen Reis.
Der Himmel ist unglaublich blau. Der Himmel ist unglaublich blau und die blendende Sonne funkelt im Schnee. Ralf spricht gerade, doch der Moment überwältigt alle Gedanken. Ach so, Moment, ich glaube, das gerade eben gehört auch noch zum Text. Nee. Was? Die Welt, der Himmel und das Licht berieseln dich. Sagt er das jetzt oder? Ach, keine Ahnung. Dann gebe ich dir auch mal noch die Beere. Was für ein nettes Geschenk. Wachst du manchmal auf und zitterst vor Aufregung? Heute ist so ein Tag. Heute ist ein toller Tag. Hui, Ralf und du sind nun beste Freunde. Waren wir das nicht schon mal? Er flüstert dir etwas ins Ohr. Oh. Holz. Reibe zwei Holzstäbe aneinander, um Feuer zu machen. Ja, toll. Da war jetzt nicht so viel Neues dabei. Brennender Baum. Dies ist kein glücklicher Baum. So, das habe ich auch schon mal vorgelesen. Da gibt es jetzt auch nicht wirklich viel Interessantes. Und gebeizter Eulenkopf. Ah. Ah. Jetzt habe ich. Ah. Die Augen färben sich durch den Beizvorgang azurblau. So schön knusprig. Ickidigitigit. Voll Teufel. Kriege ich irgendwas Neues im Haus? Nein? Wirklich nicht? Schade. Kann ich irgendwas Neues verbannen? Nein, wirklich nicht? Schade. Also gut, dann gehe ich halt wieder raus. Ich kriege wirklich keine Glücksbringer mehr. Ah, da ist die Musik wieder. Bis dann. Oh, hallo. Wow, sehr informatives Gespräch. Klimper, klimper, klimper. Er wirft wiederholt ein paar Münzen in die Luft. Ach so, das war auch der Erzähler. Also ich. Seht ihr mal, ich krieg's nicht mal mit, wenn ich was sag. Na ja gut, die schenken mir wohl jetzt endgültig nichts mehr. Will der Hasen? Nein, der will keine Hasen. Kann ich auch. Ich will keine Credits, danke. Die zeige ich am Ende. Ha, dann schenke ich halt dem doch meine Hasen. Vielleicht kriege ich ja noch irgendwas. Ach so, ne, Kupfer kann ich dem. Ne, ein Kupfer möchte ich behalten, um mir eventuell nochmal einen Ausweg frei zu kaufen, quasi. Die mag Hasen. Der Hase bleibt bemerkenswert ruhig in ihrer Gegenwart. Seine Nase zuckt. Flora und du sind nun Bekannte. Sie flüstert dir etwas ins Ohr. Ah. Ich sollte den öfter was schenken. Steinzart. Die bekomme ich von einem Baum und einem Steinblock und so einem Mörtel-Dingens da. Du kannst andere so richtig einsperren, wenn du einen Steinsaat vor ihren Häusern einpflanzt. Dies ist kein Glück. Achso, das habe ich schon 20 Mal vorgelesen. Okay, wir können mit einem Lagerfeuer und so ziemlich allem brennenden Baum machen. Können wir der noch was schenken? Nein. Nein, dem können wir auch nichts mehr schenken. Gibt es noch jemand anderen, der Hasen mag? War da nicht noch jemand? Dieter mag doch Hasen, oder? Naja. Geht so. Mittelmäßig. Genauso wie der da. Ne, der mag keine Hasen. Und. Achso, mit dem ab. Also gut, dann kriegst du halt noch einen Hasen. Flora springt wie wild herum, als sie den Hasen sieht. Flora und du sind nun Freunde. Wunderst du dich manchmal, ob es mehr als nur um das Überleben gibt? Ja, oder so irgendwie. Ich glaube, das tut es. Vielleicht können wir etwas Besonderes sein. Du wirst die nächste Mission mit plus 10 Energie beginnen. Oh, danke. Das habe ich wirklich gebraucht jetzt. Wohin will ich meinen dritten Hasen aus und meinen letzten Hasen auch noch? Es wird nicht wirklich leichter, oder? Nein. Na gut, dann schenke ich dir da noch einen Hasen. Manchmal fühle ich mich wie ein eingesperrter Hase. Ich weiß nicht, warum ich gefangen wurde, aber hier bin ich. Schade, hat nicht wirklich für viel gereicht. Also gut, gehen wir weiter. Die Kinder sterben bei ihrer Geburt, die Eltern sind schuld. Schwierigkeit dramatisch. Es gibt doch jedes Mal eine andere Bezeichnung für den Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Aber jetzt beobachten wir dich, Waldhüter. Okay, hier brauche ich wieder mindestens drei Kinder. Ah, schade. Oh, nein. Sobald ich einen Schritt mache, wird das Kind hier weg sein. Das ist ja jetzt weniger gut, würde ich mal sagen, ne? Da. Toll.
Supi. Das hat's gebracht. Na gut. Dann nehmen da mal meine Münze und ich bin schon mal abgesichert. Moment. Vielleicht mache ich mir auch mal eben schnell eine Axt. So, jetzt muss ich die nur irgendwie nach da oben bekommen. Nach Möglichkeit, ohne die Dingens da böse zu machen. Die Dingens da, wer kennt sie nicht? Nee, das scheint nicht machbar zu sein gerade. Achso, und jetzt ist recht nicht mehr. Ich hab's verbockt. Ah, nee, Moment. Ha. So. Huch, wieso kommt das wieder zurückgeflogen? Ach so, deshalb. Moment, jetzt lass mich mal schnell ein Lagerfeuer anzünden. So, ein Holzstock. Die Maulwürfe kommen mal eben schnell weg. Ah, die brauche ich hier. Mein Hase. Verdammt, der Wolf hat den Hasen gefressen. Gieriges Teil. Oh, ein Apfel. Ah, ein Apfel zum Erheitern lässt sich nicht scheitern. Oder zumindest nicht verhungern. Und wo genau war jetzt der Energiebonus? Der ging an mir vorbei. Verdammt, jetzt haben wir auch noch die beiden Hasen gefressen. Die Schweine. Na gut, dann werde ich mal eben noch schnell so einen Maulwurf hier mitnehmen. Also dann komme ich da rechts weiter. Dann nehme ich mal die Axt mit. Au. Mir klappt es ja heute auch wieder. So, zwei Stöcke. Und ein schönes Feuer. Und da gibt's Dings Waschbärsuppe. Sanft geschmort, bis er weich ist. Plus 10 Energie. So, da gibt's gleich noch eine Portion. Da kann man gar nicht genug haben. Na gut, der Hase wird wohl nicht mehr so wollen wie ich. Ah, sehr gut. Dann habe ich hier unten schon mal Platz. Hier habe ich auch keine Geister mehr, wie ich gerade sehe, was mir auch schon mal sehr zusagt. Hase. Verdammt, eingesperrt wollte ich sagen. Irgendwie ja jetzt nicht so, aber na gut. Darüber sehe ich jetzt mal weg. Also halt. So. Und darüber. Na also. Okay. Huch, was habe ich jetzt? Oh. Eine Winterbeere pro Tag beugt das Altern vor. Ein Schatz für alle, die auf der Suche nach Jugend sind. Ah, Hase und Dingens da. Also. Okay. Moment, das Kind muss ich mal gerade kurz auf die andere Seite befördern. Eins nach unten und zur Mutter. Perfekt. Schon mal eins gerettet. Das dürfte schon mal eins mehr sein als beim letzten Mal. Verdammt, ich brauche hier noch einen zweiten roten Geist. Hier brauche ich noch ein paar Steine. Ah, da unten liegt ja noch einer. Also jetzt komme ich auch da unten lang. Dann nehme ich mal gerade kurz den Wolf zur Seite. Kann hier den roten Geist mit nach unten bringen. Ah,
So. Weg da. Hä, konnte ich nicht? Moment. Dunkler Geist. Dunkler, irgendwo da war doch da, böser Geist. Also, zwei rote und ein blauer. Wollen die mich jetzt verarschen? Du solltest ein paar Beeren probieren. Kurz schließt sie ihre Augen. Na gut. Schade, dass das Leben nie einfach ist, oder? Wir sehen uns vielleicht später. Ich glaube, ich mache für heute Schluss. Ich frage mich, was das nächste Jahr so bringt. Puh, es ist bald Schlafenszeit für mich. Wir sehen uns vielleicht später. Musst du nicht die Hausarbeit erledigen? Puh, es ist bald Schlafenszeit für mich. Ach, puh, das war das gleiche wie gerade eben. Ich frage mich, was das nächste Jahr so bringt. Okay, ich gebe es auf, die sagen nichts anderes mehr. Na also, jetzt geht's auf einmal. Also. Moment. Das kriege ich hin. Keine Sorge. Das bekomme ich hin. Gar kein Problem. Okay, vielleicht doch. Außenrum vielleicht? Hier lang und dann da unten lang und da fehlen mir noch rote Steine. Also gut, der will einfach nicht rot werden. So, Moment. Der schämt sich auch für gar nichts. Der will ja gar nicht rot werden. Aha. Was war das noch? Achso, ja, so ein Aufhebelgedöns. So. Ja, und jetzt? Nicht? Na gut, dann teleportiere ich mich nochmal zum Bürgermeister. Diesmal kriege ich es hin. Wirklich. Das sage ich jedes Mal, aber diesmal könnte es wirklich soweit sein. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit. Oder so. Huch. Das war jetzt nicht ganz das, was ich geplant hatte. Ah ja, okay. Ein dunkler Geist und ein Eisgeist werden zu einem Stück Holz. Entspricht jetzt nicht ganz meinen Vorstellungen, aber na gut, wenn die meinen. Dann. Ach komm schon, verwandel dich, du blödes Stein. Der Stein will einfach nicht. Muss ich das jetzt verstehen? Ah, jetzt. Au. So, wieder rüber mit dem Stein. Und zum Rest. Ach, echt jetzt. Die Steine wollen mich doch verarschen, habe ich so das Gefühl. Ich muss sagen, das habe ich jetzt auch in diesem Wortlaut noch nicht oft gesagt, aber dieses Mal trifft es wirklich zu. Die Steine wollen mich tatsächlich verarschen. Achso, jetzt ist es schon wieder soweit. Läuft ja wieder nicht so gut diesmal. Wo kriege ich denn jetzt ein bisschen Nahrungsmittel her? Irgendwo kriege ich hier doch noch was her. Ja, toll. Das läuft ja gut. Außenrum. Oh, zwei Hasen. Hase, verdammt, einer weniger. Hase, verdammt, zwei weniger. Also gut, dann halt nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen.
Ja. So, von unten durch. Und jetzt muss ich nur noch rechts schaffen. Na, also. Huiuiui, hier geschah Unschönes. Ja, so sieht's auch aus. Ach du liebe Zeit. Wie soll ich hier durchkommen, ohne getötet zu werden? Kann mir das mal einer verraten? Kann ich aus Wölfen irgendwas machen? Wolf, 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 Wolf. Irgendwo müssen da drin noch Wölfe sein. Keine Wölfe? Tatsächlich. Eingeengter Wolf. Wölfe fressen wild. Sie greifen Menschen nur an, wenn sie in die Enge getrieben wurden. Ah, ja. Das könnte jetzt hier aber irgendwie der Fall sein, muss ich mal so sagen. Jetzt zum Beispiel. Und jetzt nochmal. Huch! Was habe ich denn jetzt gemacht? Wächter verloren nach Kindern und Eltern, die zu viel verlangten. Feind der Geister und Irrlichter. Ah, ja. Wenn ich jetzt einen Schritt nach rechts gehe, bringt mich der Wolf von oben. Hoffentlich nicht. Nein, aber der Schneesturm bringt mich gleich um, wie es aussieht. Ja, der Schneesturm bringt mich einfach um. Zu Tode gefroren durch Schneesturm. Toll. Zum Glück habe ich vorher gespeichert. Die Götter des Schreins haben dich vor dem Tod bewahrt. Also, Dank opferst du dein Hab und Gut. Ja, ich habe wieder gar nichts mehr jetzt. Toll! Nichts mehr im Inventar. Gar nichts. Null. Nicht mal mehr. Oh, die Gabel habe ich noch. Ich habe die Gabel noch, danke. Die Gabel ist was Besonderes. Na gut, dann beende ich die Folge mal eben wieder und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit einem neuen Versuch. Bis dahin. Tschüss.